Hallo und herzlich willkommen zu, ja, so ziemlich den ersten Unboxing. Ich sag schon voran, das ist nur das Unboxing und nicht das Review vom Handy. Vielleicht mache ich gleich noch irgendwie, lasse ich ein Spiel abspielen, so als Mini-Review, was weiß ich, Minecraft oder sowas, damit ihr seht, wie das Handy läuft. Ich habe mir nämlich ein neues Handy gekauft, das ich auch schon vorher mal hatte, aber das hatte einen Systemfehler, das habe ich dann zurückgeschickt. Nämlich das, hier haben wir es, Qubot X9. Das ist aus der Qubot-Serie. Wer es nicht weiß, Qubot ist eine China-Serie von Handys, die Handys nachmachen. Das ist jetzt die Nachmache vom, ich glaube, iPhone 6. Natürlich mit Android. 4.4 KitKat oder sowas ist das. Wir werden es gleich sehen. Ich zeige das gleich nochmal. Geliefert wird das Ganze in einem Karton natürlich. Den habe ich schon weggemacht. Und da drin ist dann eine antistatische Folie, wo das Ding eingepackt ist. Und wir packen es jetzt aus. Vorab, wenn ich ein bisschen orange wirke, das ist normal, wegen dem Licht von da oben. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. So, hier ist das schöne Teil dann, ein bisschen Kleber oben drauf. Dann können wir das jetzt so runterziehen. Und hier sehen wir schon das wunderschöne Qbot oder Qbot, wie man es ausspricht, Logo. Das Ganze ist relativ schön verpackt. Hier sehen wir doch mal eben, ich kann mal eben ran fokussen. Hier sind die Werte. Hinten drauf steht so ungefähr das gleiche wahrscheinlich. Ich fokus auch nochmal ran für die Leute, die es interessiert. Was ist X9 ist das? So, das Ganze ist relativ stylisch, wie ich finde, in der Packung. Hier an der Seite steht auch nochmal reingraviert www.qbot.net. Auf der anderen Seite auch. Und das Ganze ist so Ziehharmonika-mäßig aufgebaut. Und da gucken wir mal, wie es da drin ist. So. Ganz oben ist direkt das Handy noch eingepackt. So, das legen wir jetzt erstmal an die Seite. Ja. Ich lege es jetzt einfach mal hier hin. So. Dann haben wir da so eine Auflage drin, wo es drin lag. Jetzt einfach mal daneben. Was haben wir hier? Die Bedienungsanleitung für das Handy für die SD-Karten. Oh, da wird es gerade unscharf, sehe ich. Jetzt bitte scharf stellen, Kamera. So, da haben wir es wieder scharf. Hier, das ist einfach nur für die SIM-Karten, wie das da reinkommt. Gut, dann haben wir einen Quick Start Guide. Den braucht kein Mensch. Was haben wir hier? Ah, ganz wichtig, das Teil, womit man die SD-Karten öffnet. Also die SD-Karten-Slots. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Legen wir es auch mal hier hin. Hier haben wir ein Foliensäuberungsset mit einer zusätzlichen Schutzfolie, die kein Mensch gebrauchen wird. So, dann kommt hier die Auflage raus. Dann haben wir hier das Anschluss, also das Steckermodul. Auch nochmal eingepackt in eine antistatische Folie. Und das Kabel natürlich. Und das war's. Die Packung ist noch relativ schwer, aber stabil. Und stylisch ist sie auch. Gut, dann packen wir das mal eben ein. Legen das beiseite, weil darum geht es ja nicht. Es geht ja im größten Teil hier rum. Hier ist das Handy. So, das ganze Ding ziehen wir jetzt einfach mal hier raus. Kann man das einfach so rausziehen? Ich weiß nicht. Wie ist das jetzt geregelt? Ziehen wir das einfach hier raus? Ja, das zieht man einfach hier raus, oder? Okay, anscheinend nicht. Achso, ja, hier hinten ist ein Kleber drauf. Den müssen wir kurz abmachen und dann. Ah, da ist es ja. Ziehen wir das Handy raus. So, hier haben wir den Bildschirm. Oh, da ist kurz die Kamera verwackelt. Es ist noch eine Schutzfolie drauf. Können wir gleich mal abziehen. Es ist mitgeliefert eine Hülle für das Handy. Die würde ich aber allerdings nicht benutzen, weil die nicht wirklich viel aushält. Das ist ja ein Hardcase, wie man merkt. Das bricht sehr schnell. Und es geht auch nicht über den Bildschirmrand, wie man sieht hier. Ich weiß nicht, kann man das erkennen, wenn ich es mal ein bisschen ranhalte. Der Bildschirm hier geht halt über das Ding und das Hardcase geht halt nicht bis zu dem Bildschirm. Und deswegen schützt es den Bildschirm einfach überhaupt nicht, sondern nur hinten das und so. Ich sehe gerade hier, wie ihr das seht, ist das Kleber oder ist das? Ich glaube hinten das Ding ist kaputt. Aber das ist eigentlich relativ egal. Das heißt, persönlicher Tipp von mir, dieses Case würde ich persönlich nicht benutzen. Weil taugt nichts.
So, hier haben wir dann das Handy. Es sieht auf den ersten Eindruck recht stylisch aus und recht gut verarbeitet. Was haben wir hier hinten? Okay, hinten ist noch was draufgedruckt. Also es hat sich verändert seit dem letzten Mal, als ich mir das gekauft hatte. Ich glaube, also die Größe müsste beibehalten sein. Das hier hinten war, glaube ich, nicht drauf. Wir nehmen einfach mal die Folie ab. Hier haben wir die Folie. So. So, ich lege es euch jetzt einfach mal. Oh, da hat er mich kurz gesehen, muss ich kurz weg. So. Seht ihr mein Zimmer schön gespiegelt? Hier ist das Handy. Mal eben einen Rundumblick. Guck nochmal eben, was steht hier drauf. So, kann man das abknibbeln? Ist das ein Kleber oder ist das wirklich da rein? Nein, das ist wirklich da reingemacht. Okay, das war bei der letzten Version des Handys nicht so, die ich hatte. So, dann schalten wir das gute Ding mal ein, würde ich sagen. Gucken, ob es Akku hat. So, da leuchtet das Q-Board auch schon auf. Ihr könnt es wahrscheinlich nichts anderes außer das Handy sehen. Dank der Helligkeitseinstellung der Kamera. Es tut mir leid. Oh, ups, da bin ich an die Kamera gekommen. Richtig, die mal eben wieder. So. Das Handy bootet jetzt. Ist auch automatisch in der Lower-Einstellung. Okay, da haben wir es in der Voreinstellung. Wir können den Bildschirm jetzt so entsperren. Okay. Der Bildschirm klebt ein bisschen. Ist mir aufgefallen, Welcome. Okay, den Guide haben wir hier. Okay. Sieht auf den ersten Eindruck ganz gut aus. Tasten funktionieren alle. Ja, nochmal eben testen. Funktioniert alles. Wir runtergehen. Schärfe nochmal in der Kamera. So. Wir sehen Wi-Fi, Data Connection. Also es ist noch auf Englisch jetzt das Ganze. 54% Akku hat das Ding. Torch, können wir auch nochmal testen eben. Ja. Wenn ich zwischendurch mal einen schwarzen Balken einblende, dann hat man mich kurz in dem Handy-Display gesehen. Und ich will mich noch nicht zeigen. Von daher blende ich das immer aus so. Gut, dann können wir das jetzt ausmachen hier. Da war es schon wieder. Wir können jetzt unser Handy so einrichten, wie wir wollen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal eine App gedownloadet habe. Und dann zeige ich euch das mal. So, wir sind jetzt in dem ganzen schönen Spaß drin. Ich fokussiere nochmal eben, wie man hier sieht. Und wir drücken jetzt einfach mal auf Play, machen eine neue Welt. Das soll jetzt keinerlei Let's Play werden oder sowas. Ich will euch nur zeigen, wie das anhand dieses Beispiels läuft. Und ihr seht, es läuft flüssig. Ich würde sagen, es sind mehr als 60 FPS. Oder halt rund 60 FPS, würde ich sagen. Ja, doch, 60 FPS sind drin. Durchgehend. Ich finde die Farben sehr schön, die Farbcoloration vom Handy. Ansonsten würde ich sagen, war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Das Handy ist natürlich mit dem Amazon-Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.